Und da schreibe ich dann willkommen zu einem kleinen Commentary. Heute soll es mal um das Thema YouTube Gaming gehen. Wer das vielleicht noch nicht ganz mitgekriegt hat, vor einigen Tagen hatte YouTube einen eigenen Gaming-Dienst angekündigt. Das Ganze soll sich, wie gesagt, YouTube Gaming nennen und darauf sollen, wie auf Twitch eben auch, Gaming-Livestreams verfügbar sein. Das Ganze soll aber noch nicht alles sein, denn auf YouTube Gaming soll erreicht werden, dass auch alle Gaming-Kanäle, die es auf YouTube gibt, dort eingebettet werden und damit sozusagen eine bessere Oberfläche für das Gaming erhalten. Viel Wert scheint hierbei auch auf Playlists angelegt zu werden, dass man sozusagen, wenn man eine Art Let's Play-Reihe hat, dass man da einfach im Prinzip die ganze Playlist hintereinander anschauen kann. Das Ganze wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, als es auch jetzt schon ist. Einige YouTuber hatten auch schon die Möglichkeit, das Ganze in Los Angeles sozusagen anzutesten. Und spätestens dort ist klar geworden, das Ganze wird ein komplett neues Portal. Ein bisschen hat man daraus vielleicht auch aus einem Video von Saraza gesehen, der da einen kleinen Vlog gemacht hat. Das Ganze ist vielleicht hier nochmal irgendwo verlinkt. Falls ihr euch da genauer informieren wollt, dann gerne dort. Und es sind auch schon einige Bilder bekannt, wo einiges über dieses ganze Portal bekannt wird. Einige Zeit stand auch noch nicht ganz fest, ob das Ganze vielleicht ein komplett eigenes Portal werden sollte, was sozusagen von YouTube komplett unabhängig ist mit eigenen Videos und komplett eigenen Livestreams. Das Ganze scheint jetzt aber doch irgendwie nicht der Fall zu sein und wird eher so eine Art Einbettungsmodus für normal YouTube. Es soll eben eine App kommen und auch die Website und ich glaube, so zumindest was ich bis jetzt gesehen habe, könnte das Ganze ziemlich episch werden und könnte, glaube ich, auch vielen YouTubern einfach neue Möglichkeiten erbieten, zum Beispiel auch zu Promo-Zwecken oder auch was auch sonst immer. Nun ja, ansonsten könnte man vielleicht noch sagen, das Ganze könnte vielleicht auf jeden Fall ein Problem für Twitch werden. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele YouTuber, mich nicht unbedingt ausgeschlossen, die auf YouTube halt schon Videos produzieren, Gaming-Videos, dann auch die Möglichkeit haben, direkt auf YouTube Streams zu machen, wo dann eben auch die Streams direkt in der Abo-Box der Abonnenten angezeigt werden und wahrscheinlich auch die Server-Performance von YouTube um einiges besser ist als die von Twitch. Vielleicht sehr viele Leute ab zukünftig nur noch auf YouTube streamen werden und eben nicht mehr auf Twitch. Das Ganze könnte natürlich für Twitch ernsthaft zu einem Problem werden. Und ob dann wirklich alles nur noch auf YouTube sein sollte und YouTube sozusagen fast ein Monopol in dieser Richtung hat. Ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob das so gut ist, aber nun ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde mich natürlich auch mal sehr für eure Meinung interessieren, deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, was ist so eure Meinung. Ich wollte euch einfach mal nur kurz ein kleines Update geben. Falls ihr noch weitere Informationen habt, das würde mich natürlich auch immer sehr interessieren, auch in die Kommentare gerne schreiben. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass heute nur auch wieder mal nur so ein kurzes Video kommt. Ich habe im Moment einfach sehr viel schulischen Stress. Ich schreibe jetzt halt jede Woche 2 Arbeiten und da muss ich wirklich einiges machen. Außerdem läuft bei mir im Moment sowieso nicht alles so gut. Im Moment geht irgendwie bei mir alles an Equipment so ziemlich kaputt. Wahrscheinlich ist bald mal auch mein Mikrofon hinüber und dann kann ich mir ein neues Mikrofon kaufen. Dann kann ich erstmal gar kein YouTube mehr machen. Ich hoffe mal, das passiert vorerst nicht. Aber naja, ich bin mal gespannt. Also das würde ich mal sagen. Ich hoffe mal, am Freitag kommt dann irgendwas Besseres. Bis dann. Bleibt schleimig und tschüss.